Hier ist wieder der Testmittel von YouTube. Wer ein kleines Grundstück hat und das mal gerne schnell vermessen möchte, für den habe ich heute mal ein Maßband. Das stelle ich gleich mal in dem Video vor. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wo man das überhaupt bestellen kann. Ja, und hier hätten wir jetzt das Maßband mit 50 Meter Länge. Kostet 5,29 € und da kommen nochmal 5,50 € Versandkosten mit dabei. Wer nach dem Video Interesse daran hat, der Link dazu steht dann im Textfeld unter dem Video. Einfach mal draufklicken. Ja, und hier hätten wir jetzt das Maßband. So schaut das aus. Wir haben Plastik hier hauptsächlich. Die Verarbeitung ist gut. Ist natürlich jetzt bei dem Preis nicht so hochwertig. Das muss man halt beachten. Man kann das hier einmal so in die Hand nehmen. Und dann könnte der andere hier vorne das dann so ja, rausziehen. Oder die Spitze hier. Die könnte man jetzt zum Beispiel in Rasen so reinstecken und dann könnte man das auch wieder hier so entlang ziehen. Rezessionen bei Amazon wird geschrieben, billiges Plastik. Also es geht eigentlich. Natürlich, wenn es mal runterfällt, dann kann es auch schon mal ja, kaputt gehen oder die ein oder andere Ecke abbrechen. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Hier vorne haben wir dann den Anfang. Seht ihr, das hier ist das Metall und hier sind wir dann bei 10 cm. Ich mache es mal gerade andersrum und das geht dann immer so weiter. Also klar und deutlich sind die Angaben hier erkennbar. So, ich ziehe mal ein bisschen was raus, geht eigentlich ziemlich einfach. Und das kann man jetzt auch wieder hier mit der Kurbel sehr einfach aufwickeln. Habt gesehen, das hier ist ein bisschen beweglich. Das kann man dann hier so festhalten und dann kurbelt man einfach hier und schwuppsiwupps ist es wieder aufgewickelt. Hier vorne sieht man auch mal, dass das so ein bisschen geführt wird, das Band. Das steckt nämlich jetzt hier zwischen diesen beiden, ich nenne sie mal kleinen Bolzen. Ich will noch gerade was zeigen, das ist ja doppelseitig bedruckt und eigentlich sehr stabil. Wenn ich es mal hier so ziehe, da dehnt sich jetzt auch nichts. Hier sind wir mal im Garten, da werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen was vermessen. Da seht ihr mal, wie schnell sich das dann abwickeln und wieder aufwickeln lässt. Ja, so ein 50 Meter Maßband kann man ja für alles Mögliche benutzen, zum Beispiel für Weitsprung oder Kugelstoßen. Das sind so kleine Nerfwaffen, die schießen mit so Soft Darts. Und beim ersten Mal hatte ich mir einen Zollstock geholt und immer jede 2 Meter einen Strich gemacht. Einfach das Maßband jetzt hier hin, einmal ausgezogen, dann könnt ihr dann 5, 10, 15, 20 Meter, wie weit ihr wollt, dann eine Markierung mit Kreide machen und das geht halt viel, viel schneller. Ja, 21 Meter haben wir mal ausgerollt und da wollen wir den Onkel jetzt mal hier wieder aufrollen. Ihr seht, geht richtig gut mittels des großen Drehgriffes hier. Man kann auch so ein bisschen Druck hier aufüben, dann geht das sogar noch besser. Ja, das sind dann schnelle 21 Meter in unter 30 Sekunden. Schwuppsiwutz. Jetzt haben wir es schon aufgerollt. Ja, jetzt habe ich euch das 50 Meter Maßband auch mal kurz vorgestellt. Viel gibt es da eigentlich nicht zu zeigen. Es ist halt günstig, von der Verarbeitung her ganz gut. Die Zahlen lassen sich klar und deutlich ablesen. Und man hat halt eine schöne Reichweite von 50 Meter. Wer jetzt Interesse daran hat, der Link dazu steht an dem Text und dem Video, klickt da mal drauf. Das war hier der Testmittel von YouTube. Sagt mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn mich jetzt abonniert, verpasst kein weiteres tolles Video.